Ist der interne Speicher des Smartphones knapp, kann man diesen bei manchen Geräten durch eine Micro-SD-Karte erweitern. Einige Apps lassen sich dann auf die Karte verschieben. In diesem Video zeigen wir dir, wie das geht. Nicht alle Apps können auf eine SD-Karte verschoben werden. So sind etwa System-Apps fest im Handyspeicher verankert. Aber vor allem bei größeren Anwendungen wie zum Beispiel Spielen kann es sich lohnen, sie auf die SD-Karte zu verschieben. Öffne auf deinem Android-Telefon die Einstellungen. Tippe auf Apps. Suche die App, die du auf die SD-Karte verschieben möchtest. Tippe auf Speicher. Danach tippst du unter Genutzter Speicher auf Ändern. Wähle nun die SD-Karte als Speicherplatz aus. Folge abschließend den beschriebenen Schritten auf dem Bildschirm. Natürlich funktionieren die verschobenen Apps nicht mehr, sobald man die SD-Karte entfernt. Wer sie wieder auf dem Telefon haben möchte, kann sie selbstverständlich einfach zurückkopieren. Abonniere den O2-Kanal, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Und den Klick auf die Glocke nicht vergessen.